Da sind wir wieder, liebe Freunde und Freundinnen von Nerds Gaming HD. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Subnautica. Und das Piepen geht mir immer noch dermaßen auf den Senkel. Wir sind immer noch auf der Suche... Ach, so, Schluss. Wir sind immer noch auf der Suche nach Aluminiumoxid, was wir bis jetzt immer noch nicht gefunden haben. Es ist schwierig zu finden. Wie wir wissen, ich habe keine Ahnung, wo der Kram ist. Ich hoffe, wir finden das irgendwann nochmal. Gold. Es muss ja nun irgendwo zu finden sein. Salzvorkommen, Salzvorkommen, Salzvorkommen. Es ist nirgends zu finden. Ehrlich nicht. Gold, Lithium, alles haben wir. Salzvorkommen. Und wenn wir dieses Aluminiumoxid nicht finden, kommen wir auch nicht tiefer in die Gewässer. Das heißt, dann wäre für uns jetzt quasi schon das Schluss. Und das will ich natürlich nicht. Ich will euch natürlich eigentlich noch viel mehr zeigen. Ich will euch natürlich zeigen, dass es noch sehr, sehr viel tiefer geht. Hör auf zu piepen jetzt! Mensch, danke. Ich will euch ja eigentlich zeigen, dass es sogar noch sehr viel tiefer geht. Aber es ist momentan nicht möglich ohne dieses Aluminiumoxid. Was wir nicht finden. Was mich gerade ein bisschen stinkig macht. Das muss doch irgendwo sein. Das ist Magnetit. Magnetit brauchen wir nicht. Nein, das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir nicht. Das ist da hinten. Oh ne, da ist ein Schwarm, wieder so ein Schwarm Schnapperbeißer. Magnetit. Magnetit, Magnetit. Nix. Aber da ist noch Uran. Das können wir nochmal mitnehmen. Uran. Das nehmen wir nochmal mit. Da gehen wir nochmal runter. Alter, ihr blöden Beißer, ihr seid mir jetzt nicht tatsächlich gefolgt, ne? Alter Schwede. Ich wollte doch hier nur ein bisschen Uran sammeln, Mensch. Ihr blöden Beißer. Oh. So. Tiefer. Diamant. Nur Diamant. Was soll das? Ich will alles andere haben. Nur kein Diamant. Magnetit. Also Uran haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal. Wir können jetzt ja schon fast einen zweiten bauen hier. Lithium. Ne, hier ist kein, nix. Inventar voll. Fallen lassen. Diamant. Ja, gut. 30 Sekunden noch Zeit, dann werden wir erstmal wieder Sauerstoff tanken. Meine Güte. So, wir gehen erstmal gucken. Uran können wir auf jeden Fall schon mal machen. Können wir eigentlich hier auch ein Nuklear? Nee, das geht nicht. Okay. Wärmekraftwerk. Oh, auch nicht. Energietransmitter? Oh, auch nicht. Bioreaktor aber. Hm, auch nicht. Nix. Naja, passt nicht. Ne? Ein bisschen können wir ja machen. Guck mal, wir könnten hier, glaube ich, auch Bänke hinstellen. Ja, natürlich können wir Bänke hinstellen. Das? Nein, auch nicht. Ein Aquarium können wir aber hinstellen. Haben wir aber leider keine Materialien für. Ja, nee, sonst haben wir auch nicht viel, was wir machen könnten. Nein. Wir haben auch nichts. Wir haben wirklich nichts. Voll. Da passt noch was rein. Da passt noch was rein. Und da passt noch was rein. Ja. So. Ja. Unsere Schränke sind voll. Gut. Ich glaube, wir müssen hier demnächst noch mal ein paar Schränke zusätzlich hinstellen. Ja. Da ist wieder so ein
Okay, da sollten wir, glaube ich, besser nicht durchfahren. Gehe ich mal so von aus. Da ist so viel Magnetit alles. So viel Magnetit, aber nicht. Das ist nicht das, was wir brauchen. Das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen Aluminiumoxid oder wie das Gedöns auch heißt. Und davon haben wir nichts. Wir haben nichts, wir finden nichts, wir sind nichts. So ungefähr. Aber das muss doch zu finden sein. Ehrlich, Leute, das muss doch wirklich zu finden sein. Ich spiele das sonst erst weiter, wenn ihr mir sagt, wo ich das finde. Ich sehe hier Salz. Ich sehe hier Lithium. Ich sehe hier alles. Ne, aber ich habe das noch nicht ge. Ich finde das nicht. Da ist die alte Seemotte. So, wir müssen jetzt erstmal nach oben. Ha. Na gut. Das ist natürlich nicht schön. Schön ist es nat ist natürlich was anderes, aber wir werden das schon irgendwie auch hinkriegen auf Dauer. Lala. 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 Wir fahren erstmal zurück zur Basis. Wir gucken erstmal nach, was zu Hause los ist. Wir werden vielleicht nochmal unseren. Ja. Reaktor, Nuklearreaktor nochmal ein bisschen vollstopfen. Und dann gucken wir mal, was noch so Sache ist. Boah. Vielleicht finden wir hier ja noch, finden wir irgendwann nochmal Aluminium. Wir müssen auf jeden Fall, ich denke mal, wir tauchen auch erstmal auf. So, es wird auch langsam heller. Das heißt, wir sind auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg. Auf dem Weg Richtung Heimat. Heimat, ich komme. 39 Meter. So, Energie wird auch immer schwächer. Das heißt, wir müssen wirklich nochmal gucken nach den Energiezellen, ob wir die austauschen müssen oder ob wir sie irgendwie aufladen können. Das sind so diese Sachen, die mich interessieren. So, jetzt aber mal volle Pulle hier, Scotty. Ne? Volle Pulle, Pulle. Nee. Alter, wir sind aber noch weit weg. Ich fällt braucht man die Außenkamera an hier. Wo haben wir denn? Da? Da. Sieht das schön aus, das Boot. Abtauchen! Abtauchen! Dü-dü-dü. Was ist da vorne? Wieso sind hier überall Funken? Wieso sind das hier so dunkel? Es war doch eben gerade noch taghell. Okay. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Aber auch nur ein wenig. Ist ja auch gar nicht schlimm. Ist auch alles gut, wenn da plötzlich irgendwelche Funken um mich rum sind und irgendein komischer Wirbel, den man nur durch eine Kamera sieht und so. Gehen wir hier nochmal gucken. Von der Kameraperspektive aus. Das sieht man, glaube ich, genauso wenig. Na super. Sieht man genauso wenig, okay. Hä? Achso, Seemotte. Das ist die Seemotte. Egal, egal, wir fahren jetzt nach Hause. 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 Ja, leider immer noch kein Aluminiumoxid gefunden. Es ist schade. Schade, 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 schade. Es ist wirklich schade. Ey! Also jetzt kommen schon wieder die Fische an, oder was? Ah, da hat er doch nicht mal gepiept. Da meckert mir nicht einmal an, dass er
zu viel piept und dann hört er auf damit. Sobald ein Fisch in der Nähe ist. Ehrlich, das ist schlimm. Schlimm. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Jetzt müssen wir. Ja, genau das habe ich mir nämlich gedacht. Ja. Ja. Genau das habe ich mir nämlich gedacht, dass wir da nämlich nicht durchkommen. Ah. Piep, 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 piep. Alter. Das ist ein Boot hier. Alter. Ja. Ich mache einen großen Bogen. Extra für dich, mein Liebling. Damit du auch ja aufhörst zu piepen. Ah, oh, wo piepst du denn noch? Wo ist denn noch was? Unter uns ist doch nichts. Hör doch auf. Hör doch auf, da ist doch nichts mehr. Mensch, du blödes Ding. Alter, jetzt bist du schon wieder. Willst du mich ärgern oder so? Meine Güte. Bist du aber auch empfindlich, du blödes Boot. Also, mein lieber Herr Gesangsverein, ist etwa 2 Meter in deiner... 20 Meter in deiner Reichweite, fängst du ja schon an, wie so ein Blöder zu piepen hier. Alter Schwede, das bist du aber echt. So. Ruhe jetzt. Alter, so, wir gucken jetzt mal, wo das ganze Uran hier ist. Nicht das. Uran. Ich glaube, Titan brauchen wir dafür auch noch. Und Blei brauchen wir dafür, glaube ich, auch noch. Oh, Blei. Nein. Da, 1, 2, 3, das, das, das. So. Uran. So, Launch Bay. So, so ein Seemotte, du kommst mit. Aua. Oh mein Gott. Oh, blödes Ding. Finde ich die Seemotte, dachte ich ja, wäre ja schon schlimm, ne? Nein, aber das Ding ist ja. Boah, noch schlimmer. Das piept ja an jeder Ecke. Ah. So. Wasser. Voll. So. Ein Uranrott. Ressourcen. Uran. So, das kann dahin. Das kann dahin. Gut. Der Rest kann man hier rein. Und hier rein. So. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Das ist die Dinge aber auch noch nicht. Oh, depleted. Okay. Ist doch schon ausgebrannt. Was machen wir jetzt mit denen? Alles klar, also die gehen auch leer. Nuclear Waste, ja, Müll. Wohin gehen wir jetzt mit dem? Ja. Da, Zyklop-Upgrades, ey! Ultra-Zyklop-Reinforcement-Modul. Oder die atomare Struktur. Boah, Zyklop-Druckmesser, Plaster, boah. Seemotten-Upgrade, boah! Boah! Alter, wo kriegt man dieses kristalline Aluminiumoxid her? Das müssen wir gucken. Der Rest ist alles kein Problem, aber dieses blöde Aluminiumoxid. Okay, aber erstmal müssen wir gucken, wo wir mit den Nuklearmüll hingehen. Ha, kann man das nicht irgendwie über den Scannerraum finden? Titan, Titan, Kupfererz, Salz bekommen. Nein, kann man natürlich nicht. Das ist natürlich auch wenig hilfreich, wenn wir einen Scannerraum haben, der nicht so viel scannt, der nicht so weit scannt.
Egal, was machen unsere Fischis hier? Unsere Fischis werden mehr, schön. Die vermehren sich ja alle, wie die Wilden hier. Die sind ja so. Wow. Okay. Wir können dann aber erstmal eins machen hier. Komm, das Ding. Das Ding nervt mich. Ehrlich. Oh. Den brauchen wir nicht. Der wird sowieso so gut wie eigentlich nicht benutzt. So, da können wir lieber so einen Wärmegenerator mitbauen oder so. Was brauchen wir dafür? Gucken wir mal nach Wärme. Ding. Ein Titanbahn brauchen wir. Haben wir 9 Stück. Einmal da 10 Stück und Magnetit. Wir hatten noch so viel Magnetit. Oder haben wir das jetzt alles im Boot gelassen? Haben wir wahrscheinlich alles im Boot gelassen. Na klar. Gut. Wir brauchen sowieso gleich nochmal Essen. Magnetit, ja, dann muss ich nochmal Magnetit holen gehen. Schweber. Ja, wir gehen nochmal. Wir gehen gleich nochmal Fische fangen. Aber erstmal. Aber das ist ja fast perfekt eingeparkt hier. Uah, die Stimme. Uah, uah. Hört sie sich schlimm an. Hört sie sich schlimm an, ehrlich. Da, Magnetit. So, habe ich das jetzt alles? Ach, Schmierstoff habe ich jetzt rausgeschmissen. Ah, gut, den hole ich gleich wieder. So, Essen. Erst und was dann? Haben wir hier noch irgendwo was? Mein Gott, bist du empfindlich, du blödes Schiff. Wie, jetzt habe ich schon wieder keine. Oh. Ich habe keine Batterie. Apropos Batterie. Ach, wir müssen da unbedingt weg. Wir müssen da jetzt schon. Wir müssen auf jeden Fall weg von diesen blöden Felsen. Oh. Oh. Komm. Wir parken nicht hier direkt daneben hier. So. Wir wollen ja hier nochmal in den Energieraum. Wir wollen ja nochmal gucken, wie das aussah mit den Energiezellen. Hier 39, 0, 0. Echt? Ja. Das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Die Energiezellen müssen wieder ausgetauscht werden. Alles klar. Das heißt. Auch hier. Das heißt, wir müssen Energiezellen haben, die wir dann austauschen. Gut, dann wissen wir das auch schon. Das heißt, wir brauchen dann auch wieder Batterien. Und Energiezellen und sowieso und ach und hast nicht gesehen. Wir brauchen viel. Wir brauchen im Prinzip, kann man sagen, jetzt alles Mögliche. Brauchen jetzt im Prinzip alles Mögliche. Damit wir unsere Zyklopen bewirtschaften können. Und auch unser anderes Gerät. Das heißt, wir nehmen nochmal ein paar Säurepilze mit. Dass wir da auch mal wieder eine volle Ladung haben. Ne, Scannerraum. Da wollen wir nicht hin. Ich glaube. Was ist das denn hier? Außenbox zum Musik hören oder was? Ah nee, das ist ein Wasserfiltergerät. Stimmt. Ja, Wasserfiltergerät. Gut. Schmierstoff. War hier. So, das nehmen wir nochmal mit. Nochmal ein bisschen Kupfer mitnehmen. Und dann können wir gleich nochmal. Nein. Nuklearreaktor. Nein. Wärmeheizkraftwerk. So, hä? So, wo stellen. Hier drinnen können wir das auf jeden Fall schon mal nicht aufstellen. So wie das aussieht, oder braucht das noch mehr Platz?
Nein. Okay. Gut, wir werden jetzt erstmal trotzdem noch mal ein paar Batterien machen und uns was zu essen jagen. Wir müssen noch mal was zu essen jagen. Ansonsten verhungern wir gleich. Das will ich nicht. Und Energiezellen brauchen wir nachher noch. Das heißt, wir brauchen wieder ganz viel Gummi, damit wir beziehungsweise Silikongummi und Batterien und brauchen jedes Mal zwei Batterien für eine. Oh. So, das heißt, wir können ganz viel Kupfer und Säurepilze sammeln und alles überhaupt. Ja, Starvation. Ja, ist ja gut. So, jetzt haben wir aber auch erstmal ein paar. Jetzt können wir auch erstmal rausgehen wieder. So. Ach. Da kann ich den hinstellen, oder was? Na gut. Stellen wir den mal dahin. Wärmekraftwerk, der lädt, okay. Na gut, Thomas, dann tausch mal du die Batterie aus, damit wir jetzt Essen sammeln können hier. Papa hat Hunger, Papa braucht Essen. Essen, wo seid ihr? Essen. Essen. Gibt kein Essen mehr hier. Ich habe alles aufgegessen. Ha. Und hier nehmen wir nochmal mit hier. Kreaturen-Ei aufgenommen. Essen. Da wird Essen von meinem Essen gejagt, aber das können wir auch nicht mitnehmen. Doch, Spatenfisch können wir doch essen. Komm her, Spatenfisch. Spatenfisch können wir essen, das weiß ich. Essen. Den können wir nicht essen, der ist zu groß, das weiß ich auch. Hä? Hallo, Essen. Da! Essen! 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 Da ist noch mehr Essen. Boah, ganz viel Essen. Wo seid ihr denn? Da oben ist noch einer. Ui, jetzt ist er mir vorbeigeschwommen. Oh mein Gott. Oh, guck mal, Kristalle. Quarz. Das können wir nochmal mitnehmen. Gut, wir haben jetzt ein bisschen was zu essen. Das sollte uns erstmal jetzt nochmal ein bisschen was geben. Guck mal, den kann ich auch noch mitnehmen. Hey, komm her. Den Gary-Fisch. Damit ja, können wir gleich noch den Gary-Fisch essen. Nicht Gary die Schnecke, sondern Gary die Fisch. Das ist nochmal ein Kreaturenei, das nehmen wir auch nochmal mit. Hey, komm her. Und dann gehen wir jetzt schön fröhlich munter hier rein und werden uns jetzt erstmal Essen machen. Welcome aboard. Ernährung, Essen, Spatenfisch und einen gekochten Garyfisch und Kicker, einen gekochten Kicker. Davon kann ich sogar zwei machen. Ja, Essen, 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 Trinken. Ah, Kreaturenei, Kreaturenei. So, das da rein. 1, 2, 1, 2, 2 behalte ich in der Tasche für mein Ding. Was brauche ich denn dafür noch eigentlich nochmal? Silikongummi. Haben wir noch was? Ah, haben wir sogar. Können wir sogar nochmal Energiezellen machen. Das ist sogar gut. Aha. Das nehmen wir nämlich fürs Schiff hier mit. 1 und 2. Zack. So, dann habe ich das auch. Das auch. Ich fällt nochmal die Kreaturen-Eier wegbringen. Erstmal wieder die ganze Tür natürlich aufmachen. Upa. Und noch einer. Weil es so schön war. So. Und dann müssen wir das Aquarium auch bald nochmal erweitern hier. Fallen lassen. Fallen lassen. So. Dann müssen wir das auch irgendwann nochmal erweitern. Das wird ja schon langsam ganz schön viel hier, wa? Ein lieber Herr Gesangsverein. Brauchen wir nochmal für ein Aquarium? Yep. Glas, viermal. Okay. Hat sich erstmal erledigt. Egal. Wir beenden für heute
Wir machen Schluss. Wir sagen auf Wiedersehen, gute Nacht, guten Morgen, wie auch immer, wann ihr das guckt halt natürlich, ne, ist ja klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.